Also viele fragen sich ja immer auf der Beratung, das habe ich ganz oft, soll ich mit meinem Ehepartner zusammenarbeiten oder nicht? Das ist eigentlich eine ziemlich große Frage. Und wir haben sie ja gestern nochmal durchdiskutiert, ne? Ja. Was waren so das Pro oder Witze Contra erzählen? Das kannst du ja aussuchen. Oh, wir können auch uns den Ball zuspielen. Okay, also Pro, ich habe mit meiner Frau schon mal zusammengearbeitet, es hat total super geklappt. Erstens mal ist es ja so, man hat einfach Synergieeffekte, das heißt, man tickt gleich, man braucht viele Sachen einfach gar nicht erklären, weil es sowieso klar ist. Man kennt die Art des anderen, weiß genau, wie er was macht und was der andere will. Durch das häusliche Leben zusammen ist man auf einer anderen Ebene halt schon verbunden. Das ist der Fahrer. Und dadurch weiß man halt genau, wie es funktioniert. Das heißt, es ist ein großer Vorteil und bietet eine große Chance. Ja, da hast du vollkommen recht. Natürlich hat es aber auch ein extrem großes Konfliktpotenzial. Man kann nämlich auch 24 Stunden am Tag streiten. Ja, du nimmst quasi die häuslichen Konflikte mit in die Arbeit oder rumgedreht. Ja, und da ist auch schon der erste Hack praktisch, der Tipp dazu ist, auf der Arbeit klare Grenzen zu setzen und auch vorher mal hinzuschauen, ist die Frau oder der Mann, je nachdem, was ihr habt, zu Hause der Chef oder bist du es? Weil das wird sich auf die Arbeit natürlich übertragen. Ne? Und dann, wenn die Frau schon zu Hause der Chef ist und ich hole die dann noch in die Firma und setze keine klare Grenzen, das ist das Wichtigste, dann wird das Leben natürlich wieder nicht so schön. Es muss klar abgesteckt sein, wer was macht. Und dann muss man immer darauf achten, wer springt über die Bereiche drüber. Dann ist schon mal das größte Konfliktpotenzial erstmal eingedämmt. Das ist richtig. Und wie machst du das? Wie setzt du Grenzen? Baust du quasi Organigramme, Familienorganigramme und Businessorganigramme? Genau. Baust ein Organigramm und sagst genau, das ist die Stellung. Das ist auch total wichtig, weil in einem Organigramm weiß dann auch jeder, es ist nicht nur die Frau vom Chef, sondern sie ist tatsächlich, wenn der Chef nicht da ist, die Stellvertretung oder sie ist es halt nicht, sondern sie ist die Leitung der Buchhaltung oder Marketingbuchleitung, dann ist sie eben nicht die Chefin und auch nicht die Stellvertreterin, wenn der Chef nicht da ist. Es gibt also den Mitarbeitern halt und gibt auch natürlich der Frau halt oder dem Lebenspartner und gibt natürlich auch mir halt. Das muss aber dann auch funktionieren, ansonsten hast du ja ein extrem großes, ich nenne es mal Zickenkriegpotenzial in der Belegschaft. Ja? Also wenn dann die Frau über ihre Grenzen tritt oder der Mann, je nachdem in welcher Stellung wer ist, ja, wird die Belegschaft ja not so amused sein. Das stimmt, also Konfliktpotenzial gibt es natürlich unter den Mitarbeitern immer, weil natürlich unterschwellig der Lebenspartner ist es ja klar, dass man auf den noch abends einwirken kann. Ja. Das heißt, man hat grundsätzlich einfach mehr Power, wenn man der Lebenspartner ist. Und wenn der Lebenspartner der Chef ist, ist ja klar, kann ich auf einer unteren Ebene Krieg führen, aber das ist ja klar, wer immer gewinnen wird. Und da gebe ich dir recht, da ist schon einfach was vorprogrammiert. Das stimmt. Deswegen so ein Organigramm, super, es muss dann praktisch, der Chef muss auch der Hüter des Organigramms sein, das ist auch mal klar. Ja, also da ist schon ein bisschen aufzupassen. Und du musst natürlich deine Mitarbeiter in dem Moment, wo du den Partner mit reinholst, extrem sensibel abholen. Absolut. Und das heißt ja praktisch, Organigramm heißt praktisch auch, man gibt ihr eine Stellenbeschreibung und man macht auch für sich selber eine Stellenbeschreibung und dann weiß man ganz genau, was hat der Lebenspartner zu tun, wo steht er. Also das ist zum Beispiel ein Tipp. Wobei das grundsätzlich auch ohne Lebenspartner wichtig ist, Stellenbeschreibungen zu haben. Das stimmt natürlich. Aber es ist Chance und Risiko. Eine richtig coole Aussage dazu, mach's oder mach's nicht, kann ich eigentlich nicht geben, sondern ich kann nur sagen, schaut euch an, wie es sonst funktioniert und was ist das Risiko, dass man sich dann halt entweder komplett trennt oder den Streit mit nach Hause nimmt und es dann irgendwann komplett auseinandergeht oder man geht von Anfang an die Vereinbarung ein und sagt, wir probieren es und wenn es nach einem Jahr nicht klappt, dann sucht sich halt einer von beiden einen neuen Job. Das geht auch, ohne dass man sich jetzt zerreißt. Ist ein guter Punkt. Man sollte, wenn man den Schritt wagt, sich Termine zum Reflektieren setzen mit der Frau oder mit dem Mann. Termine reflektieren ist immer super. Das heißt, alle 3 Wochen ein Meeting gemacht, wo man sich zusammensetzt und guckt, wie läuft's, wo wollen wir hin. Was haben wir für Stellschrauben? Auf jeden Fall. Also, das waren unsere Tipps zu arbeiten mit Lebenspartner.